Hallo zusammen, das ist der erste Film von einigen, die jetzt übers Wochenende folgen werden. Heute ist Karfreitag. Und in diesem Film geht es um, was habe ich denn hier alles? Es geht um die Adobe, Amazon, Apple, BlackRock, BYD, Main Street Capital, Meta Platforms und Netflix. Das werden also mehrere Filme, ich schätze, es werden vier. Und wir fangen direkt mit Adobe an. Das ist der Monatschart, Adobe Dollar Monatschart. Ja, also ich mache das mal weiter runter hier, dass ihr das seht. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie eine Aktie satt gehalten seit 1987. Das ist schon verrückt, was sich da alles tut. Wie dem auch sei, die haben eine fette Bewegung hinter sich. Eigentlich nur aufwärts gerichtet seit 2012. Und jetzt haben sie, guckt euch mal an, wie lang das hier überkauft ist. Das ist wieder ein Argument für das, was ich immer sage. Es ist völlig wurscht, wenn Wert überkauft ist. Ich nehme es dann oftmals eher trendbestätigend hin, weil das ist hier von 2017 bis 2019 sind die überkauft im Monatschart. Und erst hier gab es dann mal ein Verkaufssignal. So, und jetzt vergleicht mal den momentanen Zeitpunkt, ich mache es hier mal ein bisschen höher, mit dem, was die früher hatten. Die haben sich technisch über den Oszillator komplett abgebaut. Komplett. Das Histogramm im MACD ist weiterhin negativ. Immer noch negativ über die traditionelle Sichtweise und auch weiterhin über die moderne Sichtweise. Der Oszillator im überverkauften Bereich. Ich habe jetzt mal, ganz ehrlich, weil mir nichts anderes eingefallen ist, die Fibos angezogen hier vom Corona-Tief bis zu dem Hoch. Da sind die von 251 auf 701. Also schon Fettsbrot, mein lieber Mann. Jetzt haben sie halt ein bisschen nachgegeben. Ihr seht jetzt hier schon diese schraffierte Ebene. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Also vom Monat her würde ich sagen, die haben nicht mehr so viel Platz nach unten. Warte mal, das mache ich ein bisschen höher, dass man es besser sieht. Die haben nicht mehr so viel Platz nach unten. Sehe ich nicht. Ja? Die sind jetzt hier schon ziemlich ausgeblutet. Dann gehen wir mal auf die Woche. Die Woche. Übrigens, die haben keine Daten vor sich. Also von wegen Quartalszahlen oder so. Also zumindest nicht in der nächsten Zeit. Das ist jetzt der Wochenchart. Auch nochmal hier, von 700 runter, die haben sich nicht gerade halbiert, aber auf 400 runter, das ist auch viel. Das ist ein richtiges Luftablassen. Hier sieht man diese Zone schon besser. Das ist der Bereich von 385 hoch bis zur 407. Wir treffen hier die 200-Wochen-Linie. Wir sind in der Nähe, also muss man wirklich sagen, es sind ja nur 50 Dollar, des unteren Bandes. Wir haben das 61er Retracement genommen von der, ich nenne es mal Corona-Bewegung. Sind wir runter bis aufs 61, punktgenau, jetzt am Freitag, am Donnerstag, aber auch schon ein bisschen drunter gewesen. Aber diese Linie hier gefällt mir. Es gibt noch hier bei dem 61er, kann man auch dazu sagen, das hatte in der letzten Zeit, du wusstest aber noch nichts davon, auch oftmals eine Rolle gespielt. Hier auch und da auch wieder. Ja, das ist... Von der Technik her gelten sie als tief, haben sich aber schon, vergleicht es mit eben mit dem Monat, schon ein bisschen mehr erholt. Aber dieser Bereich, der wird jetzt zusehends wichtiger hier, weil, wie gesagt, da auch die 200-Wochen-Linie liegt. Jetzt gehen wir auf den Tag. Tag. So, mache ich mal ein bisschen größer. Auch hier, ich fange mal von unten an. Überverkauf, gar keine Frage, und zwar heftigst überverkauft. Allein die letzte Bewegung hier von 472 runter bis auf zu 420 hat es hier schon wieder komplett abgebaut. Ich behaupte, ich gehe nochmal hier in diese schraffierte Linie rein, dass man es nochmal ein bisschen deutlicher sieht. Ja, das ist schon, das ist ein gutes Niveau. Das ist so, was ich immer sage, Soft Landing Area. Ich behaupte, die Adobe werden nicht mehr so viel fallen. Ich glaube, die basteln jetzt hier unten an einem Boden. Irgendwo in diesem Bereich. Die dürfen hier eintauchen, so vielleicht mal eine 400. Dürfen sie machen, haben noch kein Kaufsignal, aber ich glaube, auch wenn sie jetzt am Donnerstag nochmal 3% verloren haben oder fast 3% verloren haben, ich glaube, die basteln hier an einem Boden. Sie sollten nicht unter diese 384 gehen. Das sehe ich nicht so, aber es besteht durchaus eine Möglichkeit, dass sie das nochmal machen. Wenn also einer long gehen will, kann er von mir aus machen, aber bitte nur mit Schnüffelstücken, Kleinzeug. Und wenn er einen K.O.-Schein nimmt, dann was spricht dagegen, mal hier so einzunehmen bei 335 bis 350 in diesem Bereich. Ich würde auf keinen Fall einen nehmen, der hier liegt, in dieser Zone. Weil die kann einmal so eine schnelle Bewegung nach unten machen und dann wieder hochgehen, weil, was weiß ich, was für Stops ausgelöst werden. Hier unter 405 zum Beispiel.
dass sie dann nochmal schnell 10, 15, 20 Dollar verliert, um dann zu steigen und dann schnappt sie sich hier die ganzen K.O.-Scheine. Also ich bin der Meinung, die werden hier irgendwo einen Boden finden. Das kann alles runtergehen bis 384. Ich werde erst positiver, wenn wir diesen Trend einmal, zweimal, dreimal, viermal bestätigt haben bisher. Wenn wir den, der liegt per Freitag bei 453 und dann würden sie auch die 20-Tage-Linie überbieten. Wenn wir da drüber gehen mit Schlusskurs, dann ist Entwarnung angegeben. Dann können Monatsstochastik, Wochenstochastik und auch Tagesstochastik mal den Weg nach oben nehmen. Dann können die sowas hier machen, was sie hier gemacht haben. Ja? Und dann sieht man auch, wie sich der Kurs bewegt. Hier von 552 hoch bis zu, Wahnsinn, bis zu 700. Also das sind schon Bewegungen. Ich handle die nicht, ich habe die noch nie gehandelt. Ja? Aber das werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen. Also Fazit, dieses hier ist eine wichtige Unterstützung, 383 bis zu 407, da können sie reingehen. Aber ich denke, dass wir jetzt hier schon in der Nähe eines Bodens sind. Ich möchte keinen überhebelnden Schein haben im Bereich bis 383, das wäre mir einfach zu heiß, weil die Möglichkeit besteht, dass sie da mal kurz runterfallen. Aber so, wenn sie hier runtergehen, so ein 350er, da bin ich durchaus mal eher daran interessiert, das kann man machen. So, next one. Sind wir hier beim Dollarchart von Amazon. Auch wieder der Monat, damit fange ich wieder an. Hier sieht man eins auf den ersten Blick, die Bänder sind super eng. 3570 bis 2925. Das ist wahnsinnig eng. Ja? Das ist noch enger, als wir sie hier hatten. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren prozentual und absolut das Engste gewesen, was wir jemals hatten. Ja? Das ist auch nicht eng verglichen mit dem, was wir momentan haben. Also da steht eine Bewegung bevor. Vom Monat her sind wir immer noch leicht negativ. Ja? Neutral bis negativ. Negativ, jetzt ist der Monat nur zur Hälfte rum. Jetzt kam jetzt hier nochmal über das Histogramm auch nochmal ein bisschen was Negatives rein. Dieses Top scheint sich mehr und mehr auszubilden bei 3800. Aber ich sehe auch, dass von der Corona-Bewegung bis zum Hoch wir das 50er-Retracement dreimal, 1, 2, 3 Mal gut verteidigt haben. Das ist die 2700. Wir haben es aber jetzt immer nur geschafft, zur 20-Monats-Linie und zur 10-Monats-Linie zu laufen. Mehr ist da nicht. Mal gucken, ob die Woche mehr bringt. Die Woche. So. Ja, das ist auch nicht schön. Das ist 10- und 20-Wochen-Linie. Wir sind hier, wir haben ein relativ frisches Verkaufssignal über die Stochastik auf Wochenbasis. Ja, das ist wichtig. Die haben jetzt nur 2% verloren am Donnerstags, also ein bisschen weniger als zum Beispiel der Nasdaq mit 2,29%. Aber wenn ich mir das hier anschaue, wir sind ordentlich gefallen, wir machen eine schöne Bewegung nach oben, aber schon wieder den Gipfel. Ich habe hier einen Shootingstar auf Wochensicht. Unter 20-Wochen-Linie, unter 10-Wochen-Linie. Verkaufssignal über die Stochastik. Neutral über das MACD. Seht ihr mal, das ist für den Wert, ist das eine einzige Seitwärtsbewegung seit, wann ist denn das? Das ist seit Juni 2020. Breit, aber echt. Von den Bändern her habe ich hier nichts. Dann waren die Monatsbänder eben aussagekräftiger. Jetzt gehen wir auf den Tag. Tag. So. Da gelten wir schon als überverkauft. Da werden wir ganz leicht positiv über das MACD. Wir sind am unteren Band gewesen, haben es davon ein bisschen abgefedert und das als Sprungbrett benutzt. Gut, also bei Amazon behaupte ich, hatte ich gesagt, dass die am 28.04. ihre Zahlen bringen. Das ist fürs Quartal 1. Das ist relativ bald, muss man auch mal erwähnen. Ich behaupte, wenn ich das hier so sehe und jetzt die drei Zeiteinheiten miteinander vergleiche, die haben nochmal die Möglichkeit, hier auf rund die 20-Tage-Linie zu gehen. 3230. Die können sogar an die 200-Tage-Linie. 3313. Das können sie machen. Aber für mich überwiegt die monatliche Zeiteinheit und auch die Woche. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die nochmal hier hochgehen. Aber ich rechne eigentlich damit, dass sie erneut dieses Retracement hier, das war das 50er, dass sie das nochmal testen. Das ist für mich erst dann ein Kauf, wenn wir über die 3414 gehen und schließen. Also kurzfristig, sagen wir mal 5, 6 Handelstage nochmal ein bisschen hoch, aber auf Sicht von 4 bis 6 Wochen tiefer. Hier nochmal auf die 2700. Für mich sind die noch nicht gefahrlos, sagen wir es mal so.
So, jetzt haben wir die Apple. Auch Dollarchart, auch Monatschart. Ich hatte neulich eine Analyse gemacht, da war ich schon der Meinung, dass die 155 wirklich nicht hält. Die hat auch nicht gehalten für einen Tag. Und dann haben sie eine schöne Aufwärtsbewegung gemacht. Monatschart, wäre das der 10-Minuten-Chart? Oder Viertelstunden-Chart? Oder 1-Stunden-Chart? Da würde ich hier wahrscheinlich draufhauen bis zum Erbrechen. Es wird hier richtig negativ auf höchstem Niveau, aber das ist nicht verwunderlich, denn sie sind ja auch quasi am All-Time-High. Wird es hier negativ, es wird hier negativ über das Histogramm, es wird negativ über die Stochastik. Wir haben hier echt eine Top-Bildung auf Monatssicht. Darf mir gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich nicht gut. Gucken wir mal hier auf die Woche. Die Woche ist, ich fange wieder unten an, weiterhin negativ über den Oszillator. Wird negativ über das Histogramm, ist negativ über die traditionelle Sichtweise. Auch sehr enge Bänder mit Unterstützung hier bei 157. Ja, genau, da hatte ich den Film gemacht. Und da ging sie runter bis auf 150. So war das, genau. Ich habe hier diese zwei Unterstützungen, die habe ich hier eingezogen, aber das machen wir jetzt gleich nochmal auf Tagessicht. Also auch von Wochensicht ist das für mich eine ganz klare Top-Bildung. Ja, das ist jetzt Doppeltop. X-mal gehandelt, 1, 2, 3, 4, 5, 6-mal gehandelt, die 180. Ja, hätte ich kein Vertrauen drin. Tag. So, hier war der Film, da habe ich gesagt, die Apple werden schwach und dann gingen sie bis hier runter, fühlte ich mich richtig schön bestätigt, unter 200-Tage-Linie, das ist die hier. Und dann ging das alles nochmal richtig hoch, von 175 wieder bis zu 180, ja, aber ohne Unterlass. Schon manchmal erstaunlich. Das war vielleicht im Vorfeld der Hauptversammlung, das kann sein. 28.04. Quartals 2 Zahlen. So, vom Tagessicht. Da brechen jetzt gerade eben 10 Tage, bricht durch 20 Tage die Linie nach unten. Das ist grundsätzlich ein bisschen negativ, aber dem muss man nicht so viel beimessen. Also so Trendfolger funktionieren nur, wenn ein Trend vorhanden ist. Ja, und den sehe ich jetzt momentan noch nicht. Wir sind kurzfristig überverkauft. Wir sind noch leicht negativ über das MACD. Wir haben diese, wie ich finde, sehr wichtige Unterstützung. 137 ist weit weg und hier die 146 ist auch weit weg. Also wenn ich das hier so sehe, kann ich mir vorstellen, dass ich kurzfristig meine Entlastung kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 180 überbieten, halte ich für schlicht nicht gegeben. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich denke, auf Monats- und Wochensicht sind die eher hier unten anzusiedeln. Im Bereich 140, 145, da sehe ich jetzt als Langfristinvestor keinen Sinn, da irgendwie long zu gehen. Ja, long müsste ich gehen, wenn wir hier drüber sind, über diesen Punkt. Über die 183 und das mache ich nicht. Ich bin selbst Apple-User. Ich habe, glaube ich, alles von Apple, iPad, iPhone, AirMac, Mac. Langsam geht es mir ein bisschen auf den Geist dahingehend, dass dann nach 4 oder 5 Jahren kommt, ja sorry, wir unterstützen dein System nicht mehr. Ja toll, ja super. Und dann werde ich dadurch gezwungen, mir was Neues zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber das nervt. Das muss ich ehrlich sagen. Und mein iPhone 11, das ist ganz ehrlich, das ist das schlechteste iPhone, was ich je hatte. Die anderen vorher waren alle besser. Aber ich bin keiner, der immer das neueste iPhone braucht. Das muss jetzt nochmal 3, 4 Jahre halten. Ich sehe das nicht ein. Also kurzfristig kann das durchaus sich nochmal ein bisschen erholen. Ja, hier so im Bereich 175, 177. Aber auf Sicht von 4, 6, 8 Wochen bleibe ich hier negativ. Das ist, für mich ist das noch nicht abgesungen. Das war nur ein Warnschuss hier. Die 200-Tage-Linie, die ja jetzt gestiegen ist, deinerzeit war die bei 153. Jetzt ist sie schon bei 158. Die werden wir nochmal unterbieten. Gefällt mir nicht so gut. BlackRock, größter Vermögensverwalter der Welt. 10 Billionen under Management. Das ist schon obszön. Das muss ich schon wirklich sagen. Das ist schon wirklich viel. Was mir der auffällt, ist, die habe ich gar nicht eingezeichnet. Zeichnen wir mal hier noch einen weiteren Support ein. Das ist das ehemalige All-Time-High. Ich meine, die haben jetzt von rund 1000 verloren runter bis zu 650. Das ist viel. Aber klar, wenn die Märkte weltweit da ins Wanken geraten oder auch wenn sie steigen, sind die direkt dran beteiligt. Wir sind noch nicht überverkauft über den Oszillator. Wir sind, jetzt muss ich hier rüber, weiterhin negativ auf Monatssicht über das Histogramm, über das MACD. Da ist jetzt erstmal nichts Positives. Wäre das jetzt hier ein Tageschart, würde ich davon ausgehen, dass sie die 600 testen. Aber das ist halt eine andere Zeiteinheit. Da liegt auch das untere Monatsband. Die 200-Monatslinie ist weit weg. Gucken wir mal auf die Woche. Ja, das ist hier bestenfalls neutral. Die haben also, was haben sie denn gestern verloren? Muss ich gerade mal schauen. BlackRock
Fast 4%. Also zumindest waren sie 4% im Minus. Hier ist die Liste, die Linie, die ich eben eingezeichnet habe. Moment, jetzt muss ich das mal hier. Wir sind lediglich neutral im Oszillator. Wir sind noch leicht negativ über das MACD. Wir haben die 20-Tage-Linie nicht, die 20-Wochen-Linie nicht geschafft. Jetzt wollte ich hier mal eins ziehen. Schlupp. Ja. Die haben nur reagiert von diesem letzten Abverkauf da vom November bis hier runter bis zum 38er FIBO-Level. Wenn ihr das mal vergleicht zum Beispiel mit Allianz oder Deutsche Bank, die liegen da deutlich besser. Die liegen schon hier oben irgendwo. Und BlackRock hat es nur geschafft bis dahin. Dafür von der Woche her ist das für mich ein Non-Event mit großer Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auf die 6,57 gehen. Das ist so eine Art Umbrella Doji hier, Außenband raus, ins Band rein auf Wochensicht. Das war relativ positiv. Ich handle die nicht, deswegen gucke ich da nicht so oft drauf. Aber schauen wir mal, was jetzt der Tag bringt. Ich habe Befürchtungen. Ja genau, das ist es. Weiter negativ, jetzt im Tageschart, weiter negativ über den Trendfolger, weiter negativ und bereits deutlich überverkauft über den Oszillator. Eine fette schwarze Tageskerze. Auch hier, und zwar außerhalb des Bandes geschlossen. Das haben wir hier auch schon mal gehabt, aber hier ist jetzt der Abstand deutlicher. Also ich muss davon ausgehen, dass Sie die 6,57 sehen und dann sollten Sie sich entscheiden, nehmen Sie das als Doppelboden, einmal, zweimal und als Sprungbrett nochmal hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich in diesem Bereich von hier 6,88 bis 6,57 halten, halte ich für gegeben, auf jeden Fall. Aber dann dürfen sie nicht brechen. Wenn sie das hier brechen, die 6,57, dann kommt wieder diese Linie hier von 600 ins Spiel. Also ist es für mich momentan noch kein Kauf. Da möchte ich jetzt gerne erstmal sehen, wie die sich hier am Montag, Dienstag, Mittwoch, ihr wisst, die Amis handeln am Montag, wir nicht, wie die sich hier verhalten. Finde ich nicht so schick. Wäre jetzt also nicht meine erste Wahl, wenn ich long gehen wollte. Und zum Short gehen ist es schon ein bisschen zu spät. Da muss ich jetzt einfach mal Geduld haben, abwarten. Sind wir hier bei BYD, das ist der Eurochart von TradeGate. Also so Bänder sieht man auch selten, muss ich schon sagen. Also das muss ich mal nachrechnen, ob das stimmt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil so wild war die Bewegung da auch nicht, dass das Ding da so runterknallt. Aber gut, ist so. Wir haben hier auf Monatssicht, das ist also der Monatschart, haben wir hier einen Hammer. Das heißt, wenn dieser Hammer unterboten wird, das wäre unter 18,27, wäre das negativ mit Ziel auf 200 Monatslinie, beziehungsweise auf dieses Niveau hier, da wären wir bei 9. Sehe ich nicht. Tatsächlich habe ich mir gedacht, dass BYD sollte einer der Profiteure sein von der Gas- und Ölgeschichte-Probleme, die wir jetzt hier momentan haben. Die haben gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Ein bisschen langweilig. Auch langweilig über den Oszillator, kein Signal. Nichts Besonderes hier, nur leicht negativ über das MACD, traditionelle Sichtweise negativ. Auf Monatssicht muss ich sagen, das ist der Punkt der Punkte hier, das ist eine 37 Euro. Und das ist es hier, die 18,27, dazwischen sind die neutral, breit aber echt, das sind 20 Euro. Gucken wir mal auf die Woche. Ja. Das ist das, was eben im Monat der Hammer war, diese Geschichte hier, da sind wir wieder bei der 18,20 und hier sind wir nach wie vor bei der 37, hängt an der 20-Tage-Linie rum. Ein Inverted Umbrella Doji auf Wochensicht. Das heißt, ich kann dann diese Marke hier als Long-Marke runternehmen auf den hier. Da bin ich bei 29,70. Also könnte ich früher long gehen und muss nicht so lange warten, wenn ich das denn wollte. Wir gelten minimal als überkauft. Das finde ich aber nicht besonders schwierig. Und vom MACD sieht es eigentlich alles noch okay aus. Schöne weiße Wochenkerze. Verglichen mit dem, was wir bisher hatten, gar nicht so verkehrt. So, das ist jetzt der Tageschart. Mal auch mal hier unten an, völlig neutral über den Oszillator, ziemlich neutral über das MACD. Wir haben diese Aufwärtsbewegung gehabt und auch nur zur 20-Tage-Linie korrigiert. Wir haben hier unten noch ein fettes Gap, ist bei 20,94. Also wenn ich da so drauf schaue, wir sind ja nähe des oberen Bandes, wir sind an der 200-Tage-Linie. Ja, eben hatten wir schon den Punkt 29,51. Das wäre für mich nochmal so eine kleine Initialzündung, dass sie in den Bereich 33, 35 gehen können. Das ist auf jeden Fall die erste Unterstützung, die 20-Tage-Linie, gefolgt von der 25 und dann sind wir erst weit hier unten.
hat momentan zu wenig Aussage für mich. Da muss ich passen. Das ist für mich momentan auch ein Non-Event. Hatten wir vorhin auch schon mal. Das ist ein Non-Event. Ich glaube nicht, dass die reicht. Die müssten schon hier über die 30 gehen, so im Bereich 30,5, irgendwo dahin, um besser zu werden. Kann ich nichts mit anfangen. Sorry. So, jetzt sind wir hier bei Main Street Capital. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie drauf geschaut, muss ich sagen. Hat es ja mal jemand gewünscht, dann mache ich es auch. So, das hier war Corona. Heftig. Ja, also hier von 45 runter auf, was sind das, 13? 14. Meine Güte. Habe ich gerade eben gelesen, weil ich musste mir die Firma ein bisschen informieren. Steht dann ein Satz drin: Best of Class Business Developer. Jo, okay, schön. Dann sind sie zurückgegangen bis eben wieder zu diesen Hochs. Haben sogar das hier überboten und machen dann hier auf Monatssicht, das ist der Monatschart in Dollar, machen dann hier einen Inverted Umbrella Doji. Erst wenn der überboten wird, ist da freie Fahrt. Ansonsten ist das bisher erstmal Korrektur wieder auf diese Bewegung. Auf diese Bewegung. Wir sind weiterhin negativ über den Trendfolger und über den Oszillator. Den mache ich mal ein bisschen hoch, dass man die 20 besser sieht. Ist alles noch nach unten gerichtet. Also Monatsblick ja nicht so besonders toll. Woche. Tja. Neutral. Neutral. Das sind doch nicht mehr. Die sind aber hier eng gewesen, die Bänder. Das habe ich natürlich auch nicht gesehen, weil das kein Wert ist, mit dem ich mich befasse. Da sieht man allerdings, dass der Bereich 39, ich mache mal hier die Linie hin. Ja. So. Dass dieser Bereich, wo ist das jetzt genau? Jetzt müssen wir mal schauen. Hier. 39,30, der ist schon wichtig. Ja, der hat oft gehalten in der letzten Zeit. Ja, einmal wurde er hier unterboten. Ja. Hat oft gehalten in der letzten Zeit, seit 17.05.2021. Da sollten sie nicht drunter gehen. Direkt dahinter folgt eine 200-Tage-Linie. Ja, also das wäre mir momentan für einen Long ein bisschen zu wackelig, aber ich kann eins ganz frech mal ziehen. Das ist nochmal hier der Downtrend. So. Ja, so habe ich mir Berührungspunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der gilt. Und der war mit Ende letzter oder dieser Woche bei 42,60. Gucken wir mal auf den, also von der Woche her eigentlich keine Aussage. Dann haben wir jetzt hier den Tageschart. Meine Güte, sind das Bewegungen, das muss ich mir näher anschauen. Aber da gibt es bestimmt keine Option drauf. Aber gut, vielleicht gibt es ja irgendwelche. 39 zu 45, das sind ja auch dann gleich 6 Dollar. Okay, wir sind von der, das ist kein Shootingstar. Dazu sind die Abstände zu dem, das ist einer, weil da ist der Abstand wesentlich größer zu den vorangegangenen Kursen oder dem letzten Hoch größer. Das ist mir zu nah dran hier. Also für mich ist das keiner. Wir sind aber an der 20 Tage, wir sind runter an die 20-Tage-Linie gelaufen, an diesen Trend gelaufen. Den kann man natürlich dann noch ein bisschen schöner ziehen. Das ist, ich werte diese Kerze als negativ. Wir sind aber leicht stabilisierend über das MACD und wir bekommen ein kleines Kaufsignal über die Stochastik. Also ich würde mal sagen, das kann man auf die Watchlist packen, aber positiver werden sie erst über 43,30 Schlusskurs hier drüber. Dann würden sie ein bisschen positiver werden. Ansonsten ist dieser Bereich hier, die 39,5, ist ein wichtiger Support. Dazwischen können sie hin und her springen. Keine eindeutigen Signale. Metaverse, ex-Facebook. Irgendwie habe ich den Eindruck, die wissen noch nicht genau, was sie damit machen sollen. Also ich habe nirgendwo, aber ich kann mich da irren, einen Plan gesehen, so Metaverse, wir machen das jetzt so und dann gibt es verschiedene Milestones. Ich habe es nicht gesehen, aber einfach mal den Begriff in den Raum geschmissen. Jeder weiß jetzt, was es ist oder dass es das gibt, aber ich habe da keinen echten Plan zu gesehen. Aber gut, ich kann mich da täuschen. Was mir jetzt so, wenn ich hier auf den Chart schaue, auffällt, ist, dass dieser Bereich von hier, so, das ist die 195, die ist schon ganz gut. Ja. Die hat dann auch, die wurde jetzt zweimal unterboten. Aber wenn ich jetzt mal ganz frech einfach mal die Fibos vom All-Time-High anlege, guck mal hier, die haben noch nicht mal das 38er geschafft. Also irgendwie entziehen sie den guten Markt das Vertrauen. Man macht sie auch nicht besonders beliebt, das muss man auch dazu sagen. Bei dem hängen die Leute nicht so an den Lippen wie bei Elon Musk. Das ist was ganz anderes. Also das ist nichts hier. Diese Korrektur, sagen wir so, auf diese Bewegung, so eine Mini-Korrektur und jetzt haben wir schon wieder einen Wochenschluss, der
unter der Wocheneröffnung der vorangegangenen Woche liegt oder dran liegt. Puff. Also vertrauenserweckend ist es nicht. Wir sind weiter negativ auf Monatssicht über das MACD. Wir sind weiter negativ, noch ohne Stabilisierung über den Oszillator. Auf Monatssicht darf mich das nicht gefallen. Und da sehe ich hier eher eine 200-Monatslinie. Da sind wir bei 150. Ich will es nicht unken, aber ich habe zumindest da kein Vertrauen drin. Die Woche. Da passiert jetzt eins, dass das bei der Woche gilt es genauso wie im Tag und bis runter 4 Stunden. Ja, das obere Band kippt. Also die Bänder gehen auf, 1, 2, gehen auf. Fette Bewegung schließt außerhalb des Bandes, was weiter negativ ist. Und in dem Moment, in dem das hier oben kippt, und dafür habt ihr diese Grids, das ist dann hier, dann stabilisiert sich der Wert. Aber auch hier unter die 200-Wochen-Linie, nur mal kurz dran, das weiß ich nicht, das ist kein Shooting-Star, ist es nicht. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine auf den ersten Blick negative Kerze. Wir sind hier noch leicht positiv über das MACD und auch über die Stochastik, aber das ist ein ganz schöner Verrecker hier. Also das ist nichts, was... Da habe ich kein Vertrauen hin. Da muss ich eher sagen, die holen sich nochmal das zweite Standbein hier so bei 185 und dann muss man mal schauen. Auf Wochensicht. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Hier, jetzt muss ich gar mal schauen, das ist das nächste Beispiel. Ja. Aber das ging hier in die Hose. Metaverse hat kein Vertrauen. Das muss ich ganz klar sagen. Hier war so eine Abbruch- oder Abrisskante. Das war diese hier, kommt vom 14.01.2021. Da sind wir drunter und direkt weitergelaufen. Die haben wir noch nicht mal zurückerobert. Wo waren sie jetzt hier im Hoch? Bei 2,36. Über den Tag ist das hier bestenfalls neutral, leicht negativ. Hier sind wir immer noch negativ. Die haben auch mit dem Markt verloren 2,29%, glaube ich, am Donnerstag. Also ich möchte es mal so formulieren. Wenn die das schaffen, hier einen Dreh zu machen, aber dazu fehlen mir im Moment noch die Signale, müssen sie auch hier über die 237, um positiver zu werden, mit einer Chance, dieses Gap hier zu schließen bei 323. Aber das ist weit, weit weg. It's far, far away. Ansonsten, lieber wäre es mir tatsächlich, wenn sie nochmal hier runtergingen auf diesen Bereich von 185 und sich dann überlegen, nehmen wir das jetzt als zweites Bein, als Sprungbrett nach oben. Im Moment würde ich da keinen Cent drin investieren. Nein. Sehe ich eher noch negativ oder anfällig für Kursverluste. Ja, genau, das ist die schönste Formulierung. Anfällig für Kursverluste. Netflix Dollarchart auf Monatsbasis. Die bringen Zahlen, jetzt muss ich gerade mal schauen, wann war denn das? Am 19.04. Das ist noch dieser Montag, Post-Market. Das ist über das Quartal 1. Jetzt haben sie gerade eben bekannt gegeben, dass die in Südkorea haben sie einen Sales-Jump gehabt von 52%. Klar, die haben jetzt auch einige von diesen koreanischen Filmen, Serien drinne. Ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte da hieß. Da waren sie alle ganz scharf drauf. Ich habe das noch nicht mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung. Die wollen auch die Nutzerbedingungen ändern. Also ich kann, dass die in Korea jetzt mehr verkauft haben, kann ich verstehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass in den bisher bestehenden Märkten, jetzt wie Europa und Amerika, dass da wahnsinnige Umsatzzahlenanstiege kommen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie gesagt, ich habe das auch. Also ich gucke immer weniger, weil momentan gefallen mir die Serien da gar nicht. Aber das ist vielleicht Geschmackssache. Also ich wüsste jetzt keine Serie, die ich so unbedingt sehen muss, dass ich einen neuen Vertrag abschließen würde, wenn ich keinen hätte. Ich überlege mir das sehr, ob ich das nicht rausschmeißen soll. Aber gut, das ist Geschmackssache. Also nochmal, das ist der Monatschart. Sind auch heftig gestiegen, hier von 8 auf 700. Wann waren die 8? Wann waren das? Achso, das ist 2012. Okay, gut. Ja, aber das ist kein schöner Chart hier. Wäre das ein Tageschart, müsste ich auch hier davon ausgehen, dass wir uns mit diesem Punkt beschäftigen, das ist die 250. Damit würde ich eigentlich rechnen. Vielleicht ein ganz kleines Stückchen drüber, aber ich sehe da nichts Positives. Jetzt schließen wir noch am unteren Band. Ja, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein halbes Jahr. Einfach nur negativ. Kann ich von hier aus nicht gutheißen. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche. Hier ist die Woche. Was für Bewegung. Es ist schon, ja, die haben dann, da kann ich mich da erinnern, da hatte ich auch mal was. Von hier nach da. Ja, da war ich mit dabei.
Das habe ich gemacht, eben weil hier oben das Band dann auch schon gekippt ist. Moment, zeige ich dann hier. Da ist es gerade. Hier fängt es an zu kippen. Das war diese Kerze hier, als das dann überboten wurde. Oder irgendwo da, da habe ich auch mal was gemacht. Aber ansonsten fehlen sie mir. Und die machen das, was ich bei Facebook vermisse. Die holen sich hier ein zweites Standbein ab bei 329. Stabilisierend, leicht stabilisierend im MACD. Kippt aber schon wieder ab durch die Stochastik. Ja, und vom Chart her. Wie gesagt, das ist für mich schon ein wichtiger Punkt, sonst steht da gleich wieder ein neues 52-Wochen-Low, 330, und das sind nur 10 Dollar. Aber das wird spannend mit den Zahlen am Montag. Ich glaube nicht, dass sie so toll werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, wo soll es denn herkommen? Irgendwann ist der Markt durchtränkt mit Usern. Das ist der Tageschart. Tja, von 700 runter, also glatt halbiert. Das ist schon Wahnsinn. Meine Güte, ne? Eigentlich ist der Nasdaq noch viel zu hoch. Wir haben jetzt hier so eine Soft Landing Area, die geht von 350 runter bis hierhin auf die 329. Da sind wir mittendrin. Aber wenn die 329 fällt, dann muss man sehr genau, das ist also Postmarket am, wann ist denn das? Das ist am Dienstag, oder ist das, warte mal, der 19. ist der Montag, ne, Dienstag. Dienstagabend nach, das muss man mal schauen, wie die sich da entwickeln. Wir sind natürlich heftigst überverkauft über den Oszillator, aber da ist noch nichts. Und wir sind weiterhin negativ oder neutral bis leicht negativ über das MACD. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Den muss man beachten, das ist die 330 und dann den hier, das ist die 400. Das sind die beiden Eckpunkte nach oben. Dazwischen gibt es als Widerstand die 20-Tage-Linie bei 370. Das ist mir zu heiß, da jetzt vor den Zahlen irgendwas zu machen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass die Zahlen so toll werden würden. Außer, dass jetzt 52% in Südkorea mehr Abonnenten haben. Also ich muss ja mal so einen südkoreanischen Film anschauen, ob die wirklich so toll sind. Vielleicht am besten in Originalsprache mit norwegischen Untertiteln oder sowas. Wenn es mir dann gefällt, dann weiß ich, es war gut. Aber ich glaube, das gefällt mir nicht. Okay, das war der erste Teil. Die nächsten folgen alsbald. Bye bye.